So, willkommen zur sechsten Folge des Einsteiger-Guide. Ich habe euch ja gesagt, dass wir in dieser Folge mal gucken, was wir jetzt geldtechnisch als nächstes machen können. Ne? Wir haben ja gesehen, wir können durch Aufträge Geld reinholen. Die Aufträge bringen auch für die jeweilige Fraktion Ruf. Das ist halt der hübsche Nebeneffekt. Oder halt die Kristalle. Das sind so die zwei einfachsten Wege, um an Geld zu kommen. Wir könnten natürlich jetzt auch hier im Sektor gucken. Wir machen unsere Karte auf. Da haben wir hier oben noch den Filter. Und dann gibt es hier ein paar Filter. Ne? Wir haben den Bergbaufilter, den Handelsfilter. Und wenn der Handelsfilter bei euch nicht eingeschaltet ist, dann solltet ihr das mal machen. Und dann seht ihr zum Beispiel hier, was in diesem Bereich aktuell eingekauft wird. Ne? Zum Beispiel Erz wird hier eingekauft, Silizium wird jetzt sehr groß eingekauft, Metalle wird eingekauft und so weiter. Jetzt könntet ihr theoretisch hingehen, könnt mit eurem Schiff zu einer Station fliegen. Die muss nicht hier im Sektor sein, die kann auch woanders sein. Wir können jetzt uns hier auch mal auf eine Ware fixieren. Zum Beispiel die veredelten Metalle. Ne? Das kommt jetzt allerdings darauf an, wie weit ihr jetzt schon eure Sektoren erforscht habt. Das ist halt so eine Sache. Ne? So, jetzt können wir nämlich gucken. Wenn wir ein bisschen rausscrollen, sehen wir das nämlich von verschiedenen Sektoren. Hier ist es tatsächlich im gleichen Sektor. Zum Beispiel wird hier auf der Station, gut, das ist jetzt meine Station zugegeben, aber dient jetzt als Beispiel ganz gut. Hier sehen wir, okay, hier wird dieses Metall für 91 verkauft und hier wird es für ja, 200 nochmal eingekauft. Das heißt, wir könnten es hier günstig einkaufen und können es da oben teurer verkaufen. Ja, das könnt ihr mit eurem eigenen Schiff machen. Ihr könnt aber auch, wenn er nicht gerade selber auf dem Pilotensitz sitzen tut, könnt ihr sagen, okay, sofern ihr einen Ich Pilot grüße habt, Sie. ne, das ist Voraussetzung. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, wie man so einen einstellt. Also den könnt ihr tatsächlich auch über das Raumdock hier bekommen, so einen Kapitän. Ne? Die sind auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 2.000 bis 5.000 oder was kosten die im Standardeinkauf. Und da könnt ihr eurem Schiffchen sagen, okay, hallo Schiff. Zuerstens entfernen wir mal alle Befehle, ne? Dass hier die Sanduhr leuchtet. Da können wir dem Schiff sagen, okay, hallo Schiff. Ja, wie hier diese Ware, da seht ihr auch hier diesen Einkaufskorb. Da einfach mit Rechtsklick draufklicken, dann geht das Handelsfenster auf. Und dann sagen wir, okay, Schiff, kauf hier ein. Und dann seht ihr halt, okay, das Schiff hat nicht so viel Laderaum, ist ja auch ein Kampfschiff. Aber das gleiche Prinzip gilt auch für Handelsschiffe später, für Transportschiffe. Und dann sagt ihr, okay, kauft hier ein. Und dann geht er das einkaufen. Ne? Das macht er dann vollautomatisch. Er landet auch auf der Station, kauft die Waren ein. Und ihr müsst auch gar nicht warten, bis das fertig ist, sondern sagt, okay, wenn er das hier gemacht hat, dann soll er es doch direkt auch hier wieder verkaufen. Ihr seht, der Folgebefehl erkennt auch schon, dass hier dann was geladen ist. Und dann sagt er, okay, verkaufen. Und ja, dann habt ihr so eine schon die erste Befehlskette. Ne? Und wenn ihr auf euer Schiffchen geht, auf Rechtsklick Informationen oder die I-Taste, dann habt ihr hier ein paar Schiffsinformationen und hier rechts gibt es auch das Verhalten. Und da sind die Befehle letztendlich auch wieder drin. Ne? Da einfach mal ein bisschen experimentieren. Es gibt diverse Befehle, was ihr mit den Schiffen machen könnt. Wir wollen jetzt aber hier erstmal den Handel ja, zeigen. Und ihr seht jetzt halt, okay, so kann man handeln. Das Schiff wird bald abdocken. Lohnt sich jetzt tatsächlich für ja, Kampfschiffe nicht, ne? Also so ein An- und Verkauf. Aber ihr wisst, okay, so kann man grundsätzlich im X-Universum Geld verdienen. So werdet ihr auch in, ja, wenn ihr, sag ich mal, weiter seid, in Anführungszeichen, das meiste Geld verdienen, also durch Handel. Das ist ein großer Bestandteil vom X-Universum. Angebot und Nachfrage. Das muss später auch nicht mehr mit Waren zwingend sein, sondern später auch könnt ihr auch selber Schiffe verkaufen. Also Fraktionen kaufen bei euch Schiffe ein, ihr produziert die, ist eine ganz schöne Sache. Ne? So, unser Schiff ist jetzt beladen, der fliegt das jetzt zum Verkaufen. Das brechen wir jetzt Hallo. im Grunde erstmal ab. Wir machen jetzt das nächste. Und zwar, wenn ihr jetzt schon ein bisschen Geld gesammelt habt, entweder durch Aufträge, durch Kristalle oder wie auch immer möchtet, dann machen wir jetzt mal hier diese eine Ware wieder raus aus dem Filter. Und dann sehen wir, okay, in dem Sektor wird hier Silizium zum Beispiel sehr stark gefragt. Ne? Erz gar nicht mal so viel, 7.400.
Ihr braucht auch nur mit der Maus drüber zu fahren, ihr müsst da nichts anklicken. Silizium 99.000, das ist sehr viel, ne? Für eine Station, die das gerne hätte. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sammelt das Erz selber mit dem entsprechenden Schiff oder ihr lasst das automatisch machen. So ein Schiff bekommt ihr an beiden Stationen. Es gibt ja einmal an den Raumdocks und es gibt ja an der Schiffswerft, ne? Eine Schiffswerft, die sind halt die vom Typ her die größeren Schiffe. Wir gucken uns mal gerade beide an. Es gibt tatsächlich auch S-Schiffe, die Mineralien schürfen können. Von denen würde ich tatsächlich abraten. Die sind einfach fürs Mining eher ungeeignet. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt es gerne mal probieren. Grundsätzlich erfüllen die auch ihren Job, ne? Aber fürs automatisierte Bergbau-Mining eignet sich eigentlich hier ein M-Schiff. Und das findet ihr einfach hier unter der M-Klasse. War ich vielleicht schon ein bisschen zu schnell. Also hier einen Rechtsklick auf die Station. Schiff kaufen. Dann kommt ihr in das Kaufmenü. Und dann wählt ihr M aus. Also M, es gibt S für die kleinen Schiffe, für Jäger und kleine Mini-Transporter. Die M-Schiffe, das sind so die normalen Mittelklasse-Transporter und auch die stärkeren Kampfschiffe, Korvetten oder Fregatten würde ich es mal bezeichnen. Und dann gibt es noch die L-Schiffe, das sind dann die Zerstörer. Und ja, dann gibt es auch noch XL-Schiffe, das sind dann halt Träger, die halt kleine Schiffe laden können. Oder Unterstützungsschiffe, die die Flotte versorgen und so weiter. So, und gucken wir uns aber gleich noch kurz an. Und bei M-Schiffen seht ihr halt, okay, hier gibt es eine Cerberus. Die dürfte bei euch noch rot markiert sein, weil ihr den Rang einfach noch nicht habt, die zu kaufen. Ne, und bei den S-Schiffen, da gibt es dann hier die unterschiedlichsten Kampfschiffe, die ihr kaufen könnt. Wir kaufen jetzt aber mal in Bergbauschiff. Und ihr kennt das hier schon, hier steht auch Mineralien dabei. Es gibt aber auch Gas, das gesammelt werden kann. Zum Beispiel Methan, Helium, ich glaube Wasserstoff zählt auch als Gas. Das hier dann letztendlich, ja, gesammelt wird. Ne? Ich glaube Wasserstoff zählt sogar noch zu festen Erzen, glaube ich, als Eis. Ich bin mir jetzt allerdings gar nicht sicher. Ja, wir kaufen jetzt einen Mineralien-Miner. Den wählen wir einfach aus. Ihr könnt entweder hier alles selber auswählen. Das kostet natürlich auch unterschiedlich viel Geld. Oder ihr wählt halt hier so eine Standardkonfiguration. Zum Beispiel die Minimalkonfiguration ist die Konfiguration, was das Schiff überhaupt braucht, damit es fliegt. Das reicht allerdings nicht zum Bergbau, ne? Wir brauchen nämlich einen Bergbaulaser. Und den solltet ihr hier auf der Hauptwaffe kaufen, ne? Wir können das Ganze noch unterstützen, indem wir diese Geschützkanzeln mit Schürflasern hier ausstattet, ne, zum Beispiel. Aber hauptsächlich erforderlich ist tatsächlich die Hauptwaffe, dass da ein Bergbaulaser drin ist, ne? Das ist die Mindestempfehlung, die halt drin sein sollte. Hier müssen noch nicht mal Geschütze mit drin sein. Funktioniert auch ganz gut nur mit der Hauptwaffe. So, dann kostet dieses Schiff hier mit Minimalkonfiguration jetzt hier 318.000. Ein Schild sollte vielleicht auch noch drin sein hier für 17.000, damit er ein bisschen Schutz hat. Und dann können wir das Ding ja einfach in die Einkaufsliste geben. Da könnt ihr theoretisch noch die Menge auswählen. Das hängt halt davon ab, wie viel Geld ihr habt. Und dann könnt ihr dieses Schiff, ja, hier unten einfach bestellen. Das Schiff wird dann hier produziert. Manchmal kann es sein, dass es nicht direkt produziert wird. Das liegt dann einfach daran, dass die Station momentan nicht genug Waren vorhanden hat. Das würdet ihr aber tatsächlich schon im Kaufmenü hier unten sehen. Dann gibt es hier eine rote Warnmeldung, dass es halt bei der Produktion ein bisschen länger dauern kann, bis das Schiff fertig ist. Und ein Kapitän ist halt auch schon inklusive in der Minimalkonfiguration. Aber ihr habt ja das gleiche Menü, als wenn ihr euer eigenes Schiff aufrüsten würdet. So, dann ist der meine hier auch schon fertig. Und ja, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr macht jetzt hier, ihr markiert euch den Miner, entweder auf der Karte oder hier in eurem Menü. Und klickt hier per auf die Karte und per Rechtsklick drauf und macht hier Bergbau. Dann fliegt er dahin und tut so viel von diesen Sachen, die hier auswählt, sammeln, bis der Laderaum voll ist. Das Problem ist nur, wenn der Laderaum voll ist, müsst ihr dem Schiff sagen, okay, Schiff, verkauf es bitte hier und dann das gleiche nochmal, bitte Bergbau hier. Das macht vielleicht bei ein, zwei Schiffen, kann man das noch machen,
Aber wenn ihr später irgendwie 20, 30, 40, 50 von den Teilen habt, dann wollt ihr ja nicht dauernd im hier im Minutentakt die Schiffe anweisen, irgendwie was verkaufen und nochmal neu anweisen für Bergbau zu betreiben. Und deswegen kann man das auch automatisiert machen. Dafür einfach ein Rechtsklick auf das Schiff, auf Information oder per I wie IDA, da kommt ihr auch rein. Und dann seid ihr, je nachdem wo ihr im Menü drin seid, geht ihr einfach auf Verhalten. Und in diesem Verhalten gibt es dann hier unten bei Standardverhalten die Position halten. Das ist im Endeffekt das, was ihr jetzt macht, nämlich gar nichts. Und dann könnt ihr hier unten einfach ja, in diesen Menüpunkt hier reinklicken. Dann geht halt das ganze Verhalten hier auf. Manche Sachen könnt ihr hier gar nicht auswählen, weil hier die Sterne fehlen. Das sind hier die Fähigkeitspunkte eures Piloten. Die werden sich mit der Zeit selber füllen oder ihr könnt später den Piloten Seminaren geben. Ne? Teilweise kann man die kaufen, manche Seminare erhaltet ihr durch Aufträge. Aber im Grunde brauchen die Miner erstmal gar nichts, ne? Weil der lokale automatische Bergbau, den könnt ihr direkt schon hier anwählen. Den wählt ihr an, dann sagt ihr, okay, die Ware soll sein Silizium. Das ist ja das, was wir hier am meisten im Moment brauchen. Und er wählt in der Regel den Sektor aus, in dem er sich schon befindet. Und da wir jetzt hier in dem Sektor ja schon sind, wählen wir auch jetzt hier nichts weiter aus, sondern bestätigen das Ganze. Wir könnten auch jetzt hier den Sektor manuell noch auswählen. Das sind im Endeffekt alle Sektoren, die wir bereits erkundet haben, die wir überhaupt entdeckt haben. Und ja, aber wir wollen jetzt hier in dem Sektor farmen. Also tun wir das nur noch bestätigen. Und der Rest macht das Schiff hier komplett alleine. Ne? Das Schiff hier, wir gehen mal gerade mit der Kamera rein. Das wird jetzt hier abdocken. Hier ist auch keine Crew jetzt vorhanden, hier ist tatsächlich nur der Pilot. Das Schiff wird jetzt hier automatisch hier in diesen Erzbereich reinfliegen, wird dort Erz abbauen. Und wenn das Lager voll ist, wird sich der Miner automatisch die Station suchen, also eine Station suchen, die ihr natürlich schon mal entdeckt haben müsst, und wir das Silizium einfach dort verkaufen. Und wenn es verkauft ist, bekommt ihr das Geld überwiesen und der Miner farmt hier einfach weiter. Und so ist das ein unendlicher Kreislauf und ihr bekommt im Endeffekt nebenbei Geld rein. Und ja, so ein voller Frachtraum Silizium bringt euch ca. 140.000 Credits. Ne? Also eine Tour 140.000, und wenn ihr drei Touren geflogen habt, könnt ihr euch theoretisch schon den nächsten Miner kaufen. So könnt ihr euch schon so ein bisschen was Kleines aufbauen, um einfach schon mal Erz oder Silizium zu sammeln. Das ist schon mal so eine, ja, so ein Grundeinkommen, so ein standardisiertes Grundeinkommen, wo ihr nichts mehr weitermachen müsst. Denn die Miner sammeln Erz, verkaufen Erz, ihr bekommt Geld. Und das Coole an der ganzen Sache ist, durch den Verkauf, also durch diesen getätigten Handel, ob das jetzt ihr macht oder die KI, bekommt ihr sogar noch Ruf. Zwar nicht so ganz so viel wie vielleicht durch Aufträge, aber es wird sich summieren und somit füllt sich auch der Ruf eigentlich ziemlich schnell automatisch. Ne? Also ihr braucht gar nicht mal so eher penetrant selber Ruf zu farmen. Das erledigen eure Schiffe in der Regel schon automatisch. Und das ist im Endeffekt schon eine coole Sache, wie ihr automatisch ja, Geld farmen könnt, ohne selber dabei zu sein. Ihr könnt nämlich jetzt hier im Endeffekt das Universum erkunden, Handel betreiben, wenn ihr Geld habt, andere Schiffe kaufen. Ihr könnt der Story folgen, wie wir die Story starten, das besprechen wir dann auch noch. Bezüglich der Story schon mal vorweg, es ist pipigal, wann ihr die startet. Ne? Also es gibt da überhaupt kein Zeitlimit, ob ihr da jetzt 100 Stunden spielt und dann erst mit der Story beginnt. Das ist X-Universum. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ganz einfach. Ja, ich denke mal, fürs Erste reicht das schon mal. Dann habt ihr schon mal so einen Grundriss, Umriss, ja, wie ihr Geld verdienen könnt. Aufträge, Handel, Bergbau, das sind so die ersten Einstiegssachen, mit denen ich immer gern anfange. Mit denen ich auch damals meine ersten Spielstände ja, begonnen habe. Ne? Ja. Dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!